Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir sind dabei, uns zu beschäftigen mit den Verfassungsprinzipien unseres politischen Systems. Wir haben uns angesehen, was wertgebundene Ordnung im Großen und Ganzen meint. Und jene Werte, an die sich dieses System gebunden hat, werden einesteils vom materiellen Rechtsstaat beschrieben. Andernteils gehört zu den Werten auch laut Artikel 20 des Grundgesetzes Demokratie, Sozialstaatlichkeit, Bundesstaatlichkeit und dann auch noch der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen. Wir haben heute einzusteigen beim Sozialstaat. Was ist ein Sozialstaat und woran misst man die Bundesrepublik Deutschland hinsichtlich der Frage, ob und wie weit ein Sozialstaat wäre? Ein Sozialstaat ist ein Staat, der mehr tut, als ein Staat normalerweise zu tun hat. Also ein Staat, der über seine klassischen Funktionen hinausgeht, als der Sinn, der Schutz nach außen, die Gewährleistung der inneren Sicherheit, auch die Gewährleistung staatsbürgerlicher Freiheitsrechte, was schon ein ziemlich hoher Anspruch an einen Staat ist. Aber zur individuellen Freiheit gehört er dann nach einem berühmten Diktum auch die Freiheit, unter Brücken zu hausen und im schlimmsten Fall eines Hungertodes zu sterben. Ein Sozialstaat geht über diese Minima hinaus, indem er überdies dafür sorgt, dass durch Rechtsnormen und durch Transferzahlungen in gesellschaftliche und in wirtschaftliche Prozesse eingegriffen wird, und zwar um auf zwei Dinge hinzuwirken. Das eine ist die soziale Sicherung der Bürger, dass also niemand in ein soziales Loch fällt und durch Verarmung ausgegrenzt wird aus den Reihen derer, die in so einem Lande gut und gerne leben können. Und dann ist ein Sozialstaat einer, der es sich zum Ziel gemacht hat, darauf hinzuwirken, dass es keine allzu große soziale Ungleichheit der Bürger gibt. Empirische Forschungen zeigen, dass der messbare Glückszustand einer Gesellschaft umso höher ist, je mehr die Bürgerschaft den Eindruck sozialer Gleichheit hat. Infolgedessen dient es unmittelbar der Legitimitätssicherung eines politischen Systems, wenn keine allzu große soziale Ungleichheit besteht. Diese sozialstaatlichen Prinzipien musste man Deutschland nicht erst aufzwingen, denn sie gehören sozusagen zum verfassungspolitischen Erbgut der Deutschen, und zwar nicht erst seit den Bismarckschen Sozialreformen, wo die meisten den Beginn der deutschen Sozialstaatlichkeit verorten, sondern das beginnt tatsächlich nach dem Dreißigjährigen Krieg, als der Krieg die Zivilgesellschaft weitgehend zerstört hat und der Wiederaufbau im Grunde nur geleistet werden konnte von der im damaligen Sprachgebrauch Obrigkeit. Und aufgrund der Kleinteiligkeit Deutschlands war die Obrigkeit ja auch nie weit entfernt. Es entsteht die Tradition der protestantischen Betfürsten, wie man sagte, die sich als die Väter ihrer Ländereien verstanden, auch wissend, dass sie nach ihrem Tode vor Gott Rechenschaft über ihre Regierungstätigkeit und über das Ausmaß an Gerechtigkeit ablegen müssten, das sie ihren Untertanen beschert hätten. Also da beginnt die Tradition deutscher Sozialstaatlichkeit und sie gehört einfach zu diesem Land. Angemerkt sei, dass sich auch das Nazireich als ein Sozialstaat verstand. Bewegungen wie Kraft durch Freude umfassten die gesamte Gesellschaft. Allerdings war die Sozialstaatlichkeit, die Fürsorge für die Bürgerschaft, eingeschränkt auf die Deutschen und nicht auf, wie es damals hieß, Fremdvölkische. Und die DDR war natürlich auch ein Sozialstaat und leistete mancherlei, was sie sich zwar ökonomisch nicht leisten konnte, was im Nachhinein aber in guter Erinnerung bleibt. Auf welche Weise versucht man nun, auf solche Sozialstaatlichkeit hinzuwirken? Im Grunde gibt es zwei verschiedene Ansätze, die von unterschiedlichen politischen Richtungen getragen bzw. zu kombinieren versucht werden. Das eine nennt sich ergebnisorientierte Prozesspolitik. Das meint, man hat vor Augen, wie die Gesellschaft in puncto soziale Sicherung und soziale Gleichheit funktionieren soll, und man bemüht sich um solche politische Maßnahmen, Gesetzgebung, Transferzahlungen und so weiter, welche punktgenau oder möglichst punktgenau solche Zustände herbeizuführen versprechen. Der andere grundlegende Ansatz ist der, dass man sagt, wichtig ist, dass man einen Ordnungsrahmen aufbaut, in dem die Gesellschaft schon aus Eigeninteresse auf jene Zustände hinwirkt, die wir als sozialstaatlich bezeichnen. Der Staat setzt also grobe Anreize und verlässt sich dann auf das Mittun seiner Bürger. Sowas nennt sich dann eine rahmenorientierte Ordnungspolitik.
Und es ist unmittelbar verständlich, welche politischen Gruppen wofür stehen. Die Vision der Sozialdemokraten, der Sozialisten ist eine ergebnisorientierte Prozesspolitik, weil sie eben mit jenem Ordnungsrahmen des Kapitalismus nicht einverstanden waren, den liberales Staatsverständnis im 19. Jahrhundert herbeigeführt hatte. Und in der Tat, die Alternativposition ist die der Liberalen. Es reicht, wenn der Staat einen Ordnungsrahmen aufbaut. Die Bürgerschaft wird dann schon in der Lage sein, samt den Interessengruppen und den politischen Parteien, ihn gemeinwohlverträglich aufzubauen. Und als Weltkind in der Mitte versuchten sich seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere die Christdemokraten, es braucht einen vernünftigen Ordnungsrahmen, aber in diesem Rahmen muss die Wirtschaft, muss die Marktwirtschaft dann natürlich auch vom Staat im Sinne des Sozialstaatsprinzips gesteuert werden. So viel also zur Sozialstaatlichkeit, und mehr lässt sich ansehen, wenn man auf die Budgetverteilung ausgeht, wo sich dann zeigen wird, dass in Deutschland inzwischen über die Hälfte der Staatsaufgaben in die Finanzierung des Sozialstaates mit seinen unterschiedlichen Zweigen hineingesteckt wird. Ein weiteres unserer Verfassungsprinzipien nach der materiellen Rechtsstaatlichkeit, also der Rückbindung der gesamten Staatstätigkeit an die Würde des Menschen, neben der Demokratie, neben der Sozialstaatlichkeit, ist die Bundesstaatlichkeit. Bundesstaatlichkeit hat eine lange historische Absicherung. Wenn Sie an den Stoff der ersten Stunde denken, erkennen Sie, auf welche Weise Deutschland eben nicht als Nationalstaat, sondern als ein Verbund von Stämmern, Stammesherzogtümern und so weiter entstanden ist. Genauso ist die Bundesrepublik Deutschland, wie wir sie heute kennen, gegründet worden von den nach der Kapitulation, nach der Übernahme der Regierungsmacht durch die Siegermächte neu gegründeten Ländern. Von denen ging die Staatsgründung aus, und staatsrechtlich ist es bis heute so, dass die deutschen Länder Staaten eigenen Rechtes sind, die sich freilich zu einer dauerhaften Union zusammengefunden haben. Dieser Föderalismus, das unter dem Dach einer effektiven oder nur symbolischen Zentralregierung Gliedstaaten das Land regieren, das ist in Deutschland spätestens seit dem Westfälischen Frieden eine durchgehaltene Tradition, mit der nationalsozialistischen Zeit und der DDR als den einzigen Ausnahmen. Oben drüber thronten die Institutionen des Reiches, sehr schwach wie das Reichskammergericht, immerwährender Reichstag, der Kaiser und so weiter, aber regiert wurde von den Gliedstaaten aus, die mitunter, wie Preußen gegen Österreich, sich sogar in Kriege verwickelten. Außerdem bestanden ja, wie vorhin kurz angesprochen, die Bundesländer ja schon vor der Bundesrepublik Deutschland und gründeten diese über die Beschickung des Parlamentarischen Rates, die Bestellung des Parlamentarischen Rates also und über die Abstimmungen zur Inkraftsetzung des Grundgesetzes. Seit der Wiedervereinigung nun gehören sämtliche Teile der Bundesrepublik oder gehören sämtliche Teile Deutschlands der Bundesrepublik Deutschland an, auch jene, denen nach 1945 das Mitwirken am neu entstehenden deutschen Staatswesen verwehrt war, weil eben diese Territorien abgetrennt wurden und teils der Sowjetunion, teils Polen zugewiesen worden sind. Ausdrücklich durch eine Verfassungsänderung wurde festgestellt, dass die Bundesrepublik Deutschland jetzt territorial saturiert ist und dass alles, was zu den deutschen Landen gehört, eben zu den Ländern der Bundesrepublik Deutschland gehört. Ein Austritt aus diesem Bundesstaat ist nicht vorgesehen. Einen solchen Austritt, etwa katalonischer Art, vorzubereiten, wäre Verfassungsbruch und erfüllte den Tatbestand des Hochverrates. Er würde ganz gewiss dadurch quittiert, dass die Bundesregierung einen Staatskommissar in ein Bundesland schickt, das einen solchen Austritt aus der Bundesrepublik Deutschland vorbereitete und im Notfall mit polizeilicher Macht das Recht der Bundesrepublik Deutschland durchsetzte. Wie ist der deutsche Bundesstaat konkret ausgestaltet? Es gibt ein sehr, sehr komplexes Verhältnis zwischen dem Bund und den Ländern, das in der Verfassung angelegt ist und an entsprechender Stelle auch ausführlich behandelt werden wird. Wenn man auf die langfristige Entwicklung unseres politischen Systems blickt, wird man unschwer erkennen, es gibt immer weniger eigenständige Kompetenzen der Länder, weil nämlich das, was die Länder in eigener Regie machen können, längst gestaltet ist, Kommunalverfassung, Polizeiwesen, Jagdwesen und so weiter. Lediglich das Bildungs- und Hochschulwesen wird immer wieder neu umformuliert, weil ja die politischen Parteien Stoff für Wahlkämpfe brauchen und weil hier ideologische Wünsche sehr schnell programmatisch leitbildgebend wirken. Obendrein hat der Bund
seine Möglichkeiten der Gesetzgebung, wo immer sie vom Grundgesetz eröffnet worden sind, weitestgehend ausgeschöpft, früher im Bereich der Rahmengesetzgebung, inzwischen im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung. Und obendrein hat der Bund lange Zeit keine Probleme gehabt, Kompetenzen der Länder im Rahmen der Europäischen Union an die Europäische Union abzugeben. Dem ist erst durch die Neufassung des Grundgesetzes nach der Wiedervereinigung ein Riegel vorgeschoben worden durch den neuen Artikel 23 des Grundgesetzes. Ansonsten ist unser Föderalismus am besten zu bezeichnen mit dem Begriff des Verbundföderalismus, und das klingt schöner, als es in der Wirklichkeit ist. Gemeint ist ein absolutes Durcheinander bei den Finanzen. Das nennen sich dann horizontaler Finanzausgleich, vertikaler Finanzausgleich, Ergänzungszuweisung des Bundes. Und es gibt ein Durcheinander bei einem wichtigen Teil der exekutiven Zuständigkeiten, all dieweil zwar Bundesgesetze vom Bund gemacht werden, wie es der Name sagt, aber sämtliche Bundesgesetze werden von den Landesverwaltungen durchgeführt, was dem Bundesrat bei der Bundesgesetzgebung stets Mitspracherechte, also aufschiebende und absolute Vetorechte, beschert und folglich das Politikmachen zu einem unentwirrbaren Kuhhandelprozess macht, was freilich im Übrigen zur Politik ohnehin gehört. Die Länder wirken über den Bundesrat an der Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes mit, so beschreibt es das Grundgesetz, aber es sind unterm Strich nicht die Länder, es sind die Landesregierungen. Es ist schon in der Frühzeit der Bundesrepublik Deutschland als Verfassungsbrauch und fast als Verfassungsdoktrin durchgesetzt worden, dass Landtage gefälligst keine bundespolitischen Themen zu debattieren haben, denn dafür hätten die Länder keine Zuständigkeiten. Das heißt, die Landesregierungen können weitgehend gemäß der Logik des Parteienwettbewerbes im Bundesrat sich an die Bundesgesetzgebung machen und eben dieses Parteipolitische eingebettet in den Föderalismus macht unser politisches System extrem komplex. Der Bundesrat, wie noch näher zu zeigen sein wird, hat sich auf diese Weise immer wieder zu einer zweiten Opposition entwickelt, die immer dann eingreift, wenn der Bundestag eine der Bundesregierung und ihrer Bundestagsmehrheit gegnerische Mehrheit von den Wählern bei den Landtagswahlen zusammengewählt bekommt. Man hat versucht, das alles zu vereinfachen und zu resystematisieren. Es gab die Föderalismusreform 1, welche die Kompetenzen von Bund und Ländern umzuverteilen versuchte. Es gab die Föderalismusreform 2, welche sich mit den Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern beschäftigte. Wesentlich übersichtlicher ist das alles nicht geworden. Die Ursache all dessen liegt bei Kompromissen in der Zeit des Parlamentarischen Rates, wo man aus den Wünschen der Union, starke Eigenständigkeit der Länder, und den Wünschen der SPD, starker Zentralstaat, etwas gemeinsam Mehrheitsfähiges zu schmieden versuchte. So viel zur Bundesstaatlichkeit. Bis zur letzten Verfassungsrevision in den 90er Jahren gab es das fünfte Verfassungsprinzip oder das fünfte Prinzip, das hier zu diesen wichtigen Elementen gehört, in der Verfassung noch nicht. Das ist der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, aber im Zug des Aufkommens der Ökologiebewegung, der Durchsetzung ökologischer Denkweisen auf sämtlichen Politikfeldern, wurde dann die Verfassungsrevision zum Anlass genommen, auch das Ökologieprinzip in der Verfassung zu verankern, nämlich in Gestalt des Artikels 20a. Der Staat schützt, auch in Verantwortung für die künftigen Generationen, was dem Nachhaltigkeitsprinzip entspricht, die natürlichen Lebensgrundlagen, natürlich im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung, und zwar durch Gesetzgebung und eben nach Maßgabe von Gesetz und Recht und durch die Exekutive und durch die Rechtsprechung. Das ist ein Wunschtraum von vielen in Deutschland gewesen und nun steht es auch in der Verfassung. Daran ist nichts problematisch. Die Folgeerscheinungen sind problematisch, denn es gibt nun immer mehr Bestrebungen, immer weitere Politikfelder in Gestalt von Staatszielbestimmungen in eine dem staatlichen Handeln vorgeordnete Wertaussage mit Verfassungsrang umzuwandeln. Von einem Staatsziel namens Kulturstaatlichkeit sozusagen bis hin zur Sportförderung als Staatsaufgabe. Und das kann man zwar alles machen, aber irgendwann vergeht man sich dann gegen eine zentrale Regel der Verfassungsgebung, die da lautet, Verfassungen müssen kurz und dunkel sein, denn je länger und je detaillierter Verfassungen sind, umso mehr Möglichkeiten des Streites um Verfassungsrechtsfragen und umso mehr Macht für die Verfassungsgerichte wird die Folge sein. Damit haben wir die fünf Verfassungsprinzipien
uns angesehen und sie sind wiederum eingebettet im Pluralismus als Leitidee des gesamten politischen Systems. Und weil eine pluralistische Demokratie ein sehr komplexes, kompliziertes System ist, nicht leicht zu erringen, haben dann die Verfassungsväter sich gesagt, wir wollen nicht das Schicksal der Weimarer Republik erneut riskieren, nämlich dass mit den Möglichkeiten des demokratischen Instrumentariums so etwas Wertvolles wie Demokratie abgeschafft wird. Das heißt, Demokratie soll sich gefälligst gegen ihre Abschaffung wehren. Sie soll keine alles hinnehmende Demokratie sein, sondern eine wehrhafte und im Vorfeld des sich real Wehrens eine streitbare Demokratie. Was sind die Leitgedanken dieser Ausformung unserer Demokratie, die im Vergleich zu den westlichen Demokratien doch ziemlich einzigartig ist? Freilich auch deshalb, weil nicht jede westliche Demokratie den Leidensweg der Deutschen durch zwei Diktaturen schlimmer Art hindurchgemacht hat. Also der Leitgedanke ist der soeben knapp umrissene. Ein demokratischer Verfassungsstaat ist ein viel zu wertvolles, ein viel zu seltenes und auch ein viel zu schwer erringendes Gut, als dass man einen solchen Staat leichtfertig gefährden oder gefährden lassen dürfte, etwa nach Maßgabe des Gesichtspunktes, wenn die Leute die Demokratie nicht mehr haben wollen, ja mein Gott, dann haben sie jedes Recht, die Demokratie zu beseitigen. Man vergisst dabei die Interessen der nachfolgenden Generationen und folglich wollte man ausdrücklich aus dem sogenannten Demokratieparadox ausbrechen. Dieses Demokratieparadox lässt sich wie folgt formulieren. Wenn ein Volk auf demokratische Weise beschließt, die Demokratie abzuschaffen, also wenn ein Volk Demokratie auf das rein methodische des Demokratiebetreibens reduziert und dann zum Schluss kommt, naja, die Transaktionskosten von Demokratie sind uns viel zu hoch. Wenn also ein Volk auf demokratische Weise beschließt, die Demokratie abzuschaffen, etwa durch die Wahl von demokratiefeindlichen Parteien in die Parlamente und durch entsprechend dann zustande kommende Verfassungsänderungen, in einer solchen Lage, so geht das Demokratieprinzip, das Demokratieparadox weiter, in einer solchen Lage muss gerade ein guter Demokrat sich dem Wunsch nach Abschaffung der Demokratie beugen. Und tatsächlich wurde in der Weimarer Republik teils ernsthaft, teils polemisch genauso argumentiert mit dem bekannten Ergebnis der Verwandlung einer Demokratie in eine üble Diktatur. Wenn man aus diesem Demokratieparadox, das auf manche Leute irgendwie bezwingend zu wirken scheint, wenn man aus diesem Demokratieparadox ausbrechen will, dann muss man sicherstellen, dass die von der Demokratie gebotenen politischen Beteiligungsmöglichkeiten nicht wirksam gegen den Weiterbestand der Demokratie eingesetzt werden können. Und das Instrumentarium, das sich der deutsche Staat für diesen Zweck zugelegt hat, das ist eben tatsächlich ganz besonders. Er stößt bei Amerikanern auf Unverständnis, bei Briten auf Unverständnis, bei Franzosen auf Unverständnis. Es ist aber eben ein aufgrund der besonderen deutschen Erfahrungen mit der Zerstörung der Weimarer Republik und den furchtbaren Folgen der deutschen Diktaturen ein ganz besonderes Verfassungselement. Am besten verstehen es, um es ein wenig sarkastisch zu formulieren, die Chinesen, die freilich mit solchen Instrumentarien nicht eine Demokratie, sondern ein autoritäres Regime aufrechtzuerhalten versuchen. Was also sind die rechtlichen Instrumente der streitbaren, der wehrhaften Demokratie? Da ist einmal der Artikel 18, der bombastisch einherkommt in der politischen Praxis, aber keine Wirkung entfaltet. Artikel 18 sagt, wer die Grundrechte, also Meinungsäußerung, Pressefreiheit, Lehrfreiheit, Versammlungsfreiheit und so weiter und so fort, oder das Asylrecht, wer also Grundrechte zum Kampf gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung missbraucht, der verwirkt diese Grundrechte. Das leuchtet ein, aber irgendjemand muss dann auch entscheiden. Das ist das Verfassungsgericht laut Verfassung. Und hier ist die Spruchpraxis seit dem ersten Fall, in dem so etwas erörtert werden musste, so, dass das Bundesverfassungsgericht judiziert. So bedeutend und so mächtig ist kein einziger Einzelner, dass er oder sie durch seine Redefreiheit, Lehrfreiheit, Versammlungsfreiheit den Bestand der freiheitlichen Demokratie gefährden könnte, sodass bei der Güterabwägung die individuellen Grundrechte stets vorgehen. Das machte den Artikel 18 des Grundgesetzes bislang zu einem völlig zahnlosen und in der Verfassungspraxis funktionslosen Artikel. Wesentlich wirksamer und sehr häufig angewandt ist der Artikel 9.2 des Grundgesetzes, der besagt, dass Vereinigungen, also Verbände, Organisationen gleich welcher Art, dass Vereinigungen, deren Zwecke oder deren Tätigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen
oder die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder gegen den Gedanken der Völkerverständigung richten, dass solche Vereinigungen verboten sind. Also, wenn ich eine Wehrsportgruppe eröffnen würde, um den Bürgerkrieg gegen dieses System mit seinen Adlaten zu führen, dann wäre das eklatant verfassungswidrig. Und diese Wehrsportgruppe würde verboten, wie es so manchen Wehrsportgruppen in Deutschland schon widerfahren ist. Das Verbot wird ausgesprochen von den Landesinnenministern, wenn eine solche Vereinigung sich auf dem Gebiet nur eines einzigen Bundeslandes entfaltet. Das Verbot wird ausgesprochen vom Bundesinnenminister, wenn hier eine solche Organisation in verschiedenen Bundesländern tätig wird. Und natürlich lässt sich ein solches Verbot rechtlich überprüfen, damit nämlich die Exekutive nicht Willkürmaßnahmen gegen rein politisch unerwünschte Organisationen ergreifen kann. Wichtig geworden ist auch der Artikel 21.2 und sei es auch nur in seiner Abschreckungswirkung. Der bezieht sich auf politische Parteien. Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen. Und freiheitlich-demokratische Grundordnung ist eben keine Lehrformel, sondern wie gezeigt ein sehr präziser Begriff. Solche Parteien sind verfassungswidrig. Und jemand muss entscheiden, und das macht das oberste deutsche Gericht, nämlich das Bundesverfassungsgericht. Und tatsächlich sind schon zweimal politische Parteien verboten worden. Bei der dritten Partei, der NPD, judizierte das Verfassungsgericht eigentlich gemäß seiner Tradition anlässlich des Artikels 18 Grundgesetz. Es macht eine Güterabwägung und stellte fest, dass zwar die Ziele der NPD verfassungsfeindlich, verfassungswidrig wären, dass aber von der NPD aufgrund ihrer kläglichen Organisations-, Personalausstattung und Wählerschaft keine echte Gefahr für die Bundesrepublik Deutschland und ihre freiheitliche demokratische Grundordnung ausgehe, weswegen nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit die NPD nicht verboten werden müsse, also auch nicht verboten würde. Man stellte aber dem Gesetzgeber anheim, die Parteienfinanzierung so zu regeln, dass politischen Parteien, die zwar verfassungswidrig wären, aber aufgrund ihrer Unbeachtlichkeit vom Verfassungsgericht nicht verboten würden, dass solchen Parteien der Geldhahn abgedreht würde. Das ist meiner Ansicht nach eine schiefe Ebene, weil damit schaffen wir einen Zwitterstatus von Parteien. Weder sind sie verboten, noch sind sie gleichberechtigt mit allen anderen Parteien. Und solche Rechtsunklarheit bekommt in der Regel einer politischen Ordnung nicht sonderlich gut. Und obendrein, was die Krönung von alledem ist, haben wir den Artikel 20.4. Gegen jeden, der es unternimmt, diese freiheitlich-demokratische Ordnung dieser Republik zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. Hierzu ist zwei bis dreierlei anzumerken. Erstens, diese Bestimmung kam ins Grundgesetz, als durch Grundgesetzänderung die Bundeswehr aufgestellt wurde. Sie kam ins Grundgesetz, um eine weitere Sicherung dagegen zu haben, dass es in Deutschland einen Militärputsch gäbe, gegen den sich der Rest der Bevölkerung nicht durchsetzen könne. Zweitens, manche Leute verwechseln das Recht auf Widerstand mit dem Recht auf Opposition. Bloß weil man einer politischen Entscheidung zu widerstehen gedenkt, etwa dem Bau einer Brücke oder einer Umgehungsstraße, ist man noch kein Widerständler und übt noch nicht das Recht auf Widerstand aus. Das ist ganz normale Opposition. Jeder hat in einem Staat wie dem unseren das Recht, Opposition zu sein und gegen dies oder jenes zu sein und die entsprechenden Möglichkeiten vom zivilen Protest bis zur Gründung einer Protestpartei auszunutzen. Alle Leute, die sich auf ihr Recht auf Widerstand berufen, bloß weil ihnen eine bestimmte Politik nicht passt, sie hängen sich einen Prunkmantel um, der ihnen nicht zusteht. Widerstand ist wirklich der aktive Kampf gegen Feinde der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, die offenkundig auf den Ruin unserer Republik ausgehen. Man soll also nicht leichtfertig mit diesem Widerstandsrecht hantieren, was aber derzeit eine deutsche politische Partei, die eine grundlegende Alternative für dieses Land anstrebt, immer wieder tut und damit an einer Stelle Verbalradikalismus betreibt, wo sich das überhaupt nicht gehört. Politisch wirksam von all diesen vier Artikeln sind eigentlich nur die mittleren geworden, das Parteienverbot und das Verbändeverbot. Hoffentlich erleben wir nie die Anwendung des Artikels 20.4 und Artikel 18, da werden wir sehen, was die künftige Polarisierung Deutschlands mit diesem Artikel machen wird.
Es gibt aber noch weitere rechtliche Verankerungen der wehrhaften oder streitbaren Demokratie in unserem Land. Einmal ist da die Pflicht der Angehörigen des öffentlichen Dienstes zur Verfassungstreue. Im Grundgesetz steht voll und ganz richtig drinnen, dass die Freiheit der Lehre, die ja grundgesetzlich verankert ist und auch das Recht auf Lehren von Unsinn einschließt, dass die Freiheit der Lehre nicht von der Treue zur Verfassung entbindet. Das alles leuchtet zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedlich ein. Als aus marxistischer Perspektive die Leitgedanken pluralistischer Demokratie kritisiert wurden, fand man das als überhaupt nicht problematisch. Wenn jetzt aus rechtspopulistischer Perspektive manches an unserem Staat kritisiert wird, ja, dann ist es ganz und gar übel. Richtig wäre es wahrscheinlich, ohne irgendwelche Asymmetrien und Blindheiten auf der einen oder anderen Seite alles zu unterbinden, was die freiheitlich-demokratische Grundordnung und die Treue zur Verfassung gefährden oder in Zweifel ziehen könnte. Und dann gibt es den Artikel 33.5, der die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums betont, und zu denen gehört immer die Treue zum Dienstherrn, und der Dienstherr ist an dieser Stelle unsere pluralistische Demokratie. Es gibt dann obendrein die Verfolgung von Straftaten, die sich gegen den Bestand des Staates oder gegen die Verfassung richten. Das sind die Staatsschutzdelikte, die abdecken unter anderem die Tätigkeiten von kriminellen Vereinigungen, wie früher der kriminellen Vereinigung Baader-Meinhof oder später der kriminellen Vereinigung Nationalsozialistischer Untergrund. Und das alles ist ja auch ganz richtig so, wenngleich in der Praxis der Verfolgungsdruck und die Aufklärung, wie sich erwiesen hat, nicht ganz so sind, um es milde zu formulieren, wie man sich das wünschen würde. Weitere Verankerungen der streitbaren Demokratie, die aus diesem Grundsatz mehr machen als eine Lehrformel, ist die Einrichtung von Landesämtern für Verfassungsschutz und des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Jener Ämter also, die den Auftrag haben, Auskünfte, Nachrichten und Unterlagen zu sammeln über mancherlei Dinge, nämlich über Bestrebungen, welche sich eben gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung richten oder gegen den Bestand oder gegen die Sicherheit des Bundes oder eines Bundeslandes. Derzeit haben die Ämter für Verfassungsschutz ihre Arbeit in 4 thematische Blöcke gegliedert: Rechtsextremismus, Linksextremismus, Islamismus und Ausländerextremismus, und sie berichten auch jedes Jahr über ihre Aktivitäten. Auch hier gibt es politische Konjunkturen. Als Herausforderung unserer Ordnung im Wesentlichen von links kamen, gab es die Forderung, diese Ämter abzuschaffen, weil Linkes ja sozusagen von Definition wegen sich nicht gegen Demokratie und Pluralismus richten könnte. Seitdem Herausforderung unserer Ordnung auch von rechts kommen, ist es ganz klar, natürlich braucht man solche Ämter. Nach Möglichkeit möchten sie im Wesentlichen Rechtsextremismus beobachten und sowas wie Linksextremismus nicht länger als denkbar oder gar in der Praxis vorkommend behandeln. Es gilt für die Verfassungsschutzämter, Informationen zu sammeln, auch über die durch Anwendung von Gewalt oder darauf gerichtete Vorbereitungshandlungen beschädigungsträchtigen Aktivitäten hinsichtlich der auswärtigen Belange Deutschlands oder gegen das friedliche Zusammenleben der Völker oder den Gedanken der Völkerverständigung. Spätestens an dieser Stelle fällt auch alles, was mit gewalttätigem Rassismus zu tun hat, in den Beobachtungsbereich der Ämter für Verfassungsschutz. Obendrein haben die Verfassungsschutzämter geheimdienstliche Tätigkeiten für eine fremde Macht zu beobachten und aufzuklären. Sie sind sozusagen in verschiedenen Disziplinen Frühwarnsysteme der Demokratie. Sie informieren, sie beobachten, teils oder größtenteils aus frei zugänglichen Quellen, zu einem anderen Teil über Verbindungsleute, informelle Mitarbeiter hätte man das in der DDR genannt. Das Wesentliche ist, dass die Ämter für Verfassungsschutz keinerlei Exekutivbefugnisse haben. Sie unterscheiden sich von geheimen Staatspolizeien, NKWDs oder wie immer sie heißen, dadurch, dass die Verfassungsschutzämter nicht verhaften können. Sie können lediglich der Polizei mitteilen, wo sich Straftaten ereignen, und dann ist es die Aufgabe der Polizei, hier im Rahmen ihrer Zuständigkeiten tätig zu werden. Hier zeigte sich in der Verfassungspraxis der Republik immer wieder, dass es Mängel bei der Zusammenarbeit zwischen Verfassungsschutzämtern und Polizeibehörden gibt. Gerade im Fall des NSU ist das sehr, sehr deutlich geworden. Hier also gibt es weitere Verbesserungsnotwendigkeiten unseres politischen Systems. Und dann haben wir das, was man nennen könnte Jakobs Krönung,
das ist die normative Sicherung der Wertsbindung unserer Verfassungsordnung, also die Sicherstellung, dass auch keine Verfassungsänderung vorgenommen werden kann, welche die Leitgedanken, die Kernwerte unserer Verfassung aus dem Verkehr zieht. Der Ort in der Verfassung ist der Artikel 79.3, da steht drinnen, eine Änderung des Grundgesetzes, durch welche bestimmte Dinge berührt werden, ist unzulässig. Keine noch so große Mehrheit darf die Sachen verändern. Und was darf nicht verändert werden? Die Gliederung des Bundes in Länder, die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung, also der Föderalismus darf nicht verändert werden oder nicht beseitigt werden. Und hier sei aufgepasst, weil das oft falsch gesagt wird, und es dürfen nicht die Grundsätze der Artikel 1 und 20 berührt werden durch entsprechende Verfassungsänderungen. Artikel 1 konstituiert die materielle Rechtsstaatlichkeit, also die Verankerung des gesamtlichen staatlichen Handelns an der Würde des Menschen, der Mensch gedacht als Einzelwesen und dann eben konkretisiert in den nachfolgenden Grundrechten. Und der Artikel 20, das ist die Verfassung in Kurzform, wo eben die ausführlich erörterten Verfassungsprinzipien niedergeschrieben sind. Vom Demokratieprinzip, Rechtsstaatsprinzip, Sozialstaatsprinzip, Föderalismusprinzip bis hin zum Ökologieprinzip. Das alles darf nicht verändert werden unter der Geltung des Grundgesetzes. Sehr wohl dürfte all das aber verändert werden, wenn der Bundestag beschließt, eine verfassunggebende Nationalversammlung einzuberufen und wenn diese verfassunggebende Nationalversammlung ein neues Grundgesetz, eine neue Verfassung für Deutschland macht, dann gilt diese Bindung natürlich nicht. Und das war einer der Gründe, warum sich sehr viele nach der Wiedervereinigung dagegen gesträubt haben, eine verfassunggebende Nationalversammlung einzuberufen, weil nämlich dann der gesamte, auf Europaebene würde man sagen, acquis communautaire, also die ganzen verfassungsrechtlichen und verfassungsrechtssprecherischen Errungenschaften der Bundesrepublik Deutschland auf dem Spiel gestanden hätten. Sie sehen also, es bemüht sich dieser Staat sehr intensiv, seine Spielregeln tatsächlich intakt zu halten. Seine Spielregeln sind auch deswegen besonders wertvoll, insbesondere dann, wenn sie in der Praxis funktionieren, was sie aber weitgehend tun, weil dieser Staat eben sehr komplexe Dinge zu erreichen versucht. Zum Beispiel versucht er, ein wertgebundener Staat, eine wertgebundene Ordnung zu sein und dennoch ein Größtmaß an politischer Freiheit zu wahren. Das nennt sich dann weltanschauliche Neutralität des Staates. Der Staat schreibt den Einzelnen nicht vor, was sie glauben, wünschen, hoffen, ablehnen müssen. Das ist alles Sache der Einzelnen. Und gleichwohl bindet sich der Staat an bestimmte Werte. Das ist sozusagen Dialektik in ihrer höchsten Form und das verdient, näher betrachtet zu werden. Eines Teils hat sich unser Staat an sehr konkrete und praktisch höchst folgenreiche Werte gebunden, eben vom materiellen Rechtsstaatsprinzip bis zum Ökologieprinzip. Und andernteils soll eben Meinungsvielfalt, politische Vielfalt, auch ein heterogenes, buntes Konkurrieren unterschiedlichster Weltanschauungen und politischer Interessen gewährleistet werden. Und das wiederum heißt, dass der Staat nicht einer einzelnen Weltanschauung verpflichtet sein darf oder gar einer exklusiven Weltanschauung, sondern der Staat muss den Bürgern die Möglichkeiten geben, selbst festzulegen, wie sie die Welt anschauen wollen und welche Schlussfolgerungen sie aus der Weise, wie sie die Welt eben ansehen, für ihr politisches Handeln und für kollektive politische Aktivitäten ziehen. Das eben meint ja weltanschauliche Neutralität des Staates. Das klingt zunächst ganz vorzüglich und ist auch ganz vorzüglich. Die Frage lautet, wo liegen dann die Grenzen? Wo darf der Staat nicht einfach zuschauen, wenn die Bürger etwa auf die Idee kommen, dass Leute mit einer dunkleren als der weißen Hautfarbe keine gleichberechtigten Mitbürger mehr sein dürften? Oder wenn sie eine falsche Abkunft haben oder wenn sie eine falsche politische Meinung haben? Wo darf der Staat nicht mehr zuschauen? Ja, hier ist die verfassungssystematische Antwort genau die. Mit der Ordnung des Grundgesetzes sind nur solche Weltanschauungen vereinbar, welche die Wertgrundlagen des Grundgesetzes als Minimalkonsens akzeptieren. Nur Weltanschauungen, die von Menschenrechten ausgehen, die vom Wert der Demokratie ausgehen, die vom Wert der Sozialstaatlichkeit ausgehen,
welche die Bundesstaatlichkeit als Verfassungsprinzip akzeptieren, welche sich in den Kontext, in die Tradition, in die Aufgaben ökologischer Nachhaltigkeit stellen. Nur solche Weltanschauungen sind mit der Ordnung des Grundgesetzes vereinbar. Nur solche kann man, nur solche darf man im öffentlichen Raum vertreten und in praktische Politik umzusetzen versuchen. Unbeschadet dessen darf ein jeder privat seinen ganz persönlichen Weltanschauungen folgen. Privat darf jeder glauben, dass Gott die Welt erschaffen und den Menschen ganz bestimmte Regeln vorgegeben hat, die sie, um den Preis der ewigen Verdammnis willen, einzuhalten haben. Es dürfen keine Bestrebungen geduldet werden, eine bestimmte Religion zur Grundlage des Staates und zur Grundlage seiner Gesetzgebung zu machen. Es ist nicht kompatibel mit unserer Verfassung, sozusagen eine christliche Rechtsprechung einzuführen oder eine islamische Rechtsprechung einzuführen. Die einzige Rechtsprechung, die akzeptabel ist, ist die, die von den Prinzipien des Grundgesetzes geleitet wird. Privat kann man glauben und tun, was man will, nur muss man sich eben auch privat an die allgemeinen Gesetze halten und obendrein, wie schon ausgeführt, darf man sich nicht politisch im öffentlichen Raum oder durch organisiertes Handeln in die Lage bringen, dass man dort darauf ausgeht, den Minimalkonsens des Grundgesetzes zum Verschwinden zu bringen. Hier muss man aufpassen, weil nämlich die Grenzübergänge durchaus fließend sein können. Wo dient die Sicherung der Grenzen des Sagbaren? Wo dient die Sicherung von Standards politischer Korrektheit dazu, den Minimalkonsens des Grundgesetzes zu sichern? Und wo werden diese beiden sinnvollen Grundsätze, Grenzen des Sagbaren zu sichern und politische Korrektheitsgebote durchzusetzen, wo wird das dazu verwendet, einfach politischen Pluralismus zu beschneiden? Wo bringt man das in Stellung gegen politische Gegner, die man in einer freiheitlichen Ordnung eben zu ertragen und wenn schon nicht zu akzeptieren, so doch zumindest gemäß den Spielregeln des politischen Systems zu bekämpfen, aber nicht einfach mundtot zu machen, auszugrenzen oder für verächtlich oder als verächtlich zu behandeln, sich gehört. Derzeit also sehen wir an vielen Stellen Grenzen der weltanschaulichen Neutralität dieses Staates, wo man austestet und sie neu definieren muss. Man sieht sie in den Begleiterscheinungen, insbesondere der entstehenden, ja eigentlich schon längst entstandenen multikulturellen Gesellschaft. Etwa sichtbar in der Frage, inwieweit haben Muslime in Deutschland die Gleichberechtigung der Geschlechter zu praktizieren. Ob das nun die Rolle der Frau im Zusammenleben mit dem Mann betrifft, ob das nun Eingriffe an Geschlechtsmerkmalen von Männern und Frauen betrifft, die aus religiösen Gründen für erforderlich behauptet werden. An all diesen Stellen haben wir jetzt jede Menge von Konflikten, die es so lange nicht gab, wie sozusagen die Basiskultur, aus der unsere weltanschaulichen Grundsätze erwachsen, eine halbwegs einheitliche oder in der europäischen Tradition voll und ganz verankerte gewesen ist. So viel also zu den Spielregeln unseres Staates. Und indem man gemäß den Spielregeln spielt, verfestigen sich bestimmte Handlungspraxen, entstehen bestimmte Bräuche, die man als selbstverständlich annimmt und als selbstverständlich behandelt und auf diese Weise auch in der Praxis verselbstverständlicht. Und diese politisch-kulturellen Folgen unserer politischen Spielregeln, die unser gesamtes politisches Leben prägen, die wollen wir uns nun näher ansehen. Zu den Verfassungsbräuchen unseres Landes gehört es, dass stets von Bürgern, von Politikern, von Wissenschaftlern, von Journalisten, dass stets die Landtagswahlen, die Kommunalwahlen, die Europawahlen behandelt werden, interpretiert werden als Nebenwahlen im Vergleich zur Bundespolitik und zu den Bundestagswahlen. Das alles sind Wahlen, die sozusagen ein Stimmungsbild darüber ergeben, wie populär die jeweilig regierende Koalition und ihr Anführer bzw. ihre Anführerin ist. Und weil das so ist, wirkt auch dann der Wiederwahlmechanismus, der der Kern
der Verwirklichung des Demokratieprinzips ist, auf die Bundespolitik ein, wenn gar keine Bundestagswahlen anstehen. Im Vorfeld von wichtigen Landtagswahlen unterbleibt vieles an Bundespolitik, welches die Wähler aufscheuchen und zu einem politisch unerwünschten Wahlverhalten führen könnte. Legitimität von Regierungspositionen wird dann erschüttert, wenn bei Wahlen, bei Landtagswahlen, Europawahlen, politische Protestparteien große Zugewinne haben und die Autorität von Regierungschefs auf Bundesebene wird bestärkt, wann immer die Partei des Regierungschefs oder der Regierungschefin bei Europawahlen, Kommunalwahlen oder Landtagswahlen besonders stark abschneidet. Das ist, wie man leicht erkennt, durchaus dysfunktional, weil natürlich Landtagswahlen die Landespolitik mitprägen und kontrollieren sollen. Wenn aber bei der Landtagswahl bundespolitische Überlegungen beim Wähler eine besondere Rolle spielen, dann sind die Wahlergebnisse oft ungerecht für die tatsächlich geleistete Landespolitik. Und das entmotiviert dann oder frustriert Landespolitiker und erlaubt nicht eine zielgerichtete Steuerung von Regierungshandeln über Wahlen als das zentrale Instrument der Durchsetzung von Demokratie. Aber das ist nun einmal so und das kann man zwar beklagen, aber es nutzt nichts, man muss es in Rechnung stellen. Dann gibt es einige handlungsleitende Grundüberzeugungen, mehrheitliche handlungsleitende Grundüberzeugungen, die dann in der politischen Praxis wirkungsvoll sind, gegen die man sich, selbst wenn man anderes wollte, schwer wehren kann. Grundüberzeugungen, insbesondere bei den intellektuellen Meinungsführern, die zwar ab und zu abklingern und modisch neu aufsteigen, aber sie sind immer in Rechnung zu stellen. Und die grundlegenden politisch-kulturellen Überzeugungen, aus denen politische Eliten handeln, Journalisten kommentieren, sind in Deutschland derzeit die folgenden. Etatismus, also Vertrauen auf den Staat und dass der Staat die Sachen schon richten wird und nur er sie auch richten kann. Etatismus ist gut, sofern Etatismus der Sozialstaatlichkeit dient. Dafür ist der Staat zuständig und wir geben auch über die Hälfte der öffentlichen Einnahmen für Sozialstaatliches aus. In anderen Bereichen, freilich, stehen wir dem Staat skeptisch gegenüber. Dann haben wir den Gedanken, dass nämlich auf Märkte zu vertrauen und auf Eigenverantwortung von Bürgern zu vertrauen, und zwar auch durchaus bei Rücknahme staatlicher Steuerungsansprüche, bei Rücknahme von staatlichen Verhaltensanreizen für das Agieren einzelner Bürger, dass dieses Vertrauen auf den Bürger und seine Einsichtsfähigkeit und das Vertrauen auf Märkte, auf denen sozusagen einsichtsfähige Bürger handeln, dass das schlecht wäre. Dem ist das Etikett des Neoliberalismus aufgeklebt worden, was teils richtig, teils irreführend ist, aber es ist nun einmal so und Neoliberalismus gilt als etwas Schlechtes. Kann er ja auch sein, aber das ist jetzt nichts, was inhaltlich zu debattieren ist. Es ist nur wichtig zu wissen, dass zu den deutschen Überzeugungen gehört, alles, was zu stark im Bereich des Wirtschafts und der Gesellschaft liberal ist, das ist irgendwie problematisch. Dann eine weithin geteilte Überzeugung besagt, wenn schon Patriotismus nötig wäre, was viele bezweifeln, also das Gefühl, dass man Teil einer Solidargemeinschaft ist, die sich danach definiert, dass man eben zusammenlebt und im Zusammenwirken eine gemeinsame gute Zukunft haben kann, also unter denen, die immerhin vermuten, dass Patriotismus in der beschriebenen Art etwas Gutes sein könnte, ist völlig klar, dass solcher Patriotismus sich nur auf die Spielregeln unseres politischen Systems beziehen könnte. Das, was uns wirklich verbindet, worauf man als Deutscher stolz sein kann, das ist das Grundgesetz und seine Ordnung und nichts als sonst. Das heißt, Patriotismus ist akzeptabel als Verfassungspatriotismus. Und ob nun die Deutschen eine freiheitliche, demokratische Grundordnung haben oder die Franzosen oder die Italiener, die Briten, die Amerikaner, das Einzige, was akzeptabel ist, ist, dass man auf seine freiheitliche Ordnung und die sie verbürgende Verfassung stolz ist und sie als Integrationsressource benutzt. Schlecht hingegen sei Nationspatriotismus, also das Gefühl, dass es doch toll sei, ein Franzose zu sein oder ein Italiener zu sein oder ein Tscheche zu sein oder ein Lette zu sein, ein Pole zu sein
Und dass eben es gut wäre, wenn die Polen zusammenstünden, die Italiener zusammenstünden, die Franzosen zusammenstünden. Das wird in den deutschen Selbstverständlichkeiten allenfalls den Polen, den Amerikanern, den Franzosen, den Schweizern und so weiter zugebilligt. Ja, die können sich das leisten. Die Deutschen mit ihrer schlimmen Nation, die ja nur zum Nationalsozialismus führt und scheint zu anderem gar nicht führen kann, das heißt höchst bedenklich. Im Übrigen seien die Deutschen gar keine Nation. Die Nation sei erst im 19. Jahrhundert erfunden worden. Die Deutschen verbinde eigentlich nichts, ja vielleicht die Sprache, aber auch da sei man ab und zu im Zweifel, wenn ein Bayer mit einem Norddeutschen, ein Sachse mit einem Kölner zu kommunizieren versuche. Und das Einzige, was verbände, sei also nur die Verfassung, aber keine kulturellen Gemeinsamkeiten. Es geht die Debatte ja sogar bis zu dem Punkt, dass behauptet wird, eine deutsche Kultur sei überhaupt nicht greifbar jenseits der deutschen Sprache, wie immer sie sich dann in den einzelnen Landesteilen auch anhören mag. Also zu den Selbstverständlichkeiten gehört, dass nationaler oder Nationspatriotismus schlecht ist, Verfassungspatriotismus gut. Und wie hilfreich solche Überzeugungen in einer Einwanderungsgesellschaft sind, das testet unser Land derzeit gerade aus. Zu den Verfassungsbräuchen Deutschlands gehört ferner das, was man nennt Korporatismus. Dieser Korporatismus meint, dass man das Verhältnis zwischen dem Staat, also Spitzenpolitikern, Parteien, zwischen dem Staat und den gesellschaftlichen Verbänden, Arbeitgeber, Arbeitnehmer, Kirchen, was auch immer dazugehört, auf eine besondere Weise ausgestaltet. Und zwar so, dass die Gewerkschaften, die lange Zeit ja den Großteil der Arbeitnehmer organisierten, dass die Gewerkschaften als Vertreter der tatsächlich die Arbeit in diesem Lande leistenden Bevölkerung, dass die Gewerkschaften eine politische Schlüsselstellung besitzen, dass die Produzenteninteressen, die Arbeitgeberinteressen, also derer, welche die Produktionsmittel besitzen und zur Verfügung stellen, über deren Nutzung andere ihre Arbeitskraft anbieten und auf diese Weise ihren Lebensunterhalt verdienen können, dass diese Produzenteninteressen, dass die Arbeitgeberinteressen ebenfalls in starken Dachverbänden organisiert sind, sodass es Verhandlungspartner gibt, die alle relevanten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Gegebenheiten aushandeln können, dass alle diese Bände intern hierarchisch strukturiert sind, sodass man sich auf das verlassen kann, was die Verhandlungsführer der Verbände, was die Verbandsspitzen in Gesprächen zusagen, weil sie das eben in ihren Verbänden durchzusetzen vermögen, dass also diese Verbände intern hierarchisch strukturiert sind und dass zugleich das gesamte Verbändesystem so aufgebaut ist, dass es für jeden Bereich gesellschaftlicher Aktivitäten einen Verband oder zwei Verbände gibt, einen der Arbeitgeber, einen der Arbeitnehmer. So organisiert sind also diese Segmentierung, dass alle gesellschaftlichen Bereiche durch irgendwelche verantwortlichen Verbände abgedeckt sind. Das heißt, die Politik kann dann mit einer sich über Verbände organisierenden Gesellschaft wunderbar verhandeln und kann vielerlei Feinsteuerung durch Absprachen gemeinsam mit den Spitzenvertretern der zuständigen Verbände treffen. Das Ganze muss ja mit dem politischen System dauerhaft rückgekoppelt sein, wenn es funktionieren soll. Und deswegen gehört zum Korporatismus ferner, dass das Parteiensystem und das in der beschriebenen Weise ausgestaltete Verbändesystem eng miteinander vernetzt sind. Etwa dadurch, dass die politischen Parteien Arbeitskreise für Arbeitnehmerfragen, für Mittelstand und weiß der Teufel was haben, sodass die Parteigliederungen mit der gesellschaftlichen Verbändestruktur Schnittstellen haben und Parteipolitiker und Verbandsvertreter in vielen Gremien eng miteinander zusammenwirken können. Obendrein, mein Korporatismus, dass man außerdem die Beziehungen zwischen Verbänden und jetzt nicht nur den Parteien, sondern den Regierungen auf gleich welcher Ebene auch noch institutionalisiert. Bei uns lauten die Namen für solche Institutionalisierungen üblicherweise konzertierte Aktion, etwa zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zur Verhinderung der Jugendarbeitslosigkeit, zur Senkung der Arbeitslosigkeit für diesen oder jenen Zweck. Oder die konzertierte Aktion im Gesundheitswesen, um Gesundheitsvorsorge, Gesundheitsversorgung und Gesundheitskosten bzw. Krankheitskosten halbwegs im Übereinklang zu haben. Oder man macht Bündnisse, Bündnisse für Arbeit, Bündnisse für dies oder jenes. Oft werden sie in Wahlkämpfen in Aussicht gestellt, gefordert und dann symbolisch institutionalisiert, mal mit instrumenteller Wirksamkeit, mal ohne. Und die Pointe bei diesem Korporatismus ist, dass Politiker
konkret Regierungen in diesen Kommissionen, in diesen Gremien, in diesen Bündnissen dabei sind, dessen also die Gesellschaft und ihre Verbände nicht alles für sich aushandeln lässt, was von öffentlichem Interesse ist, sondern dass die Regierung mit dabei sitzt, etwa bei konzertierten Aktionen für mehr Arbeit, für Vollbeschäftigung oder gegen Arbeitslosigkeit, dass der Staat seine Ressourcen mit einbringt, in Aussicht stellt und, das ist die Pointe, die Regierung eine Art Gewährsträgerschaft für die ausgehandelten Ergebnisse übernimmt. Die Regierung, die Arbeitgeber, die Arbeitnehmer, die setzen sich zusammen und beschließen, wie die Arbeitslosigkeit gesenkt wird. Und dann beschließen sie etwas, was ihnen kompromissartig sinnvoll erscheint. Tja, und dann hat es die Regierung durchzusetzen. Durch Hartz-Reformen, durch sonstige gesetzgeberische Maßnahmen. Und wenn das Verabredete in der Praxis nicht eintritt, wer ist dann schuld? Natürlich nicht der Arbeitgeber, natürlich nicht der Arbeitnehmer. Schuld ist die Regierung, die ja dabei gewesen ist, aber jetzt ihre Zusagen nicht einhält. In diesem Neokooperatismus werden die Bürger sozusagen doppelt vertreten. Eines Teils von den politischen Parteien und den auf sie, die Parteien nämlich, gegründeten Parlamenten und Regierungen in ihren politischen Präferenzen und andernteils als Träger vielfältiger gesellschaftlicher Interessen, von der Gesundheit über Arbeit, über saubere Luft und so weiter. Und das Ganze ist ein sehr effektives System. Es ist auch tief in der deutschen Geschichte verankert. Es geht im Grunde zurück auf die Religionskriege, als man einsah, dass man nicht durch das Dominieren des anderen zu sinnvollen Politikergebnissen kommt, sondern durch das sich wechselseitig Absprechen, im Notfall auch durch das Ausklammern von Konfliktstoff, wo dann jeder seinen eigenen Weg geht. Und das werden wir uns noch näher ansehen. Jedenfalls ist solcher Kooperatismus kennzeichnend für Deutschland. Es sei vielleicht noch der Ausdruck Neo erklärt. Der alte Kooperatismus bestand eben darin, dass die Gesellschaft ständig gegliedert war. In jeder Stadt gab es die unterschiedlichen Gewerke. Weber, Schlosser, Schreiner, was es ebenso gibt, Schneider, die in ihren Zünften organisiert waren und die Zünfte übten Einfluss auf die Stadtregierung aus. Später gliederte man die Gesellschaft ständig nach Bauern, Adel, Manufaktur, später Industriearbeiter, Wissenschaftler, Gelehrte. Solche Versuche einer ständischen Gliederung gab es in Spanien bis zum Ende der Franco-Diktatur. Das waren die Korporationen, aus denen heraus dann der Staat Ressourcen zum guten Regieren gewann. Weil unser Staat nicht mehr kooperatistisch in diesem alten Sinn strukturiert ist, aber Verbände weiterhin eine wichtige Rolle spielen und der Staat es sich angelegen sein lässt, gutes Regieren durch Zusammenwirken der Exekutive mit gesellschaftlicher Selbstorganisation zu bewerkstelligen, nennt man das Ganze eben Neokooperatismus. Und hier wäre noch eine ausführliche Debatte darüber zu führen, was denn Pluralismus und Neokooperatismus miteinander zu tun haben. Aber das ist die Aufgabe von Systemvorlesungen und nicht einer Vorlesung über das System speziell der Bundesrepublik Deutschland. Ich habe schon vorausgeblendet auf das, was jetzt zu besprechen ist. Das sind die konkordanzdemokratischen Züge in unserem politischen System, die unglaublich stark ausgeprägt sind. Und zwar sehr wohl auch zum Vorteil des Regierens in diesem Lande. Konkordanzdemokratie meint die normative Vorstellung und die ihr dann auch folgende Verfassungspraxis, dass man mit Konflikten auf eine besondere Weise umgehen soll. Dass man Konflikte nicht entscheiden soll dadurch, dass man feststellt, na, wer setzt sich denn durch? Wer hat denn im Parteienwettbewerb jetzt die Mehrheit? Und wer gerade die Mehrheit hat, der setzt das, was er politisch will, durch. Und gibt es morgen eine andere Mehrheit, dann macht sie das Gegenteil. Rein in die Kartoffeln, raus in die Kartoffeln. Das tut einer Gesellschaft nicht wirklich gut, obwohl das der Standardmodus von Entscheidungen natürlich sein muss. Aber bei wichtigen, in die Tiefe der Gesellschaft eingreifenden Entscheidungen soll sozusagen nicht brutal über das Mehrheitsprinzip durchregiert werden, sondern bei solchen den Leuten und den gesellschaftlichen Gruppen wirklich wichtigen, weil auch emotionale Tiefenschichten angehenden Konflikten soll gesetzt werden auf Verhandlungen, auf Kompromisse und auf Proporzlösungen, weil die sozusagen der Machtverteilung, die in Mehrheitsentscheidungen sichtbar würde, immer noch am nächsten kommen.
Und genauso verhandelt man bei der Bundesgesetzgebung zwischen dem Bundestag und dem oppositionell eingefärbten Bundesrat. So verhandelt man in Koalitionen, wann immer sich die Partner wie etwa in Migrationsfragen nicht einig sind. Man versucht, Kompromisse zu schließen. Manche halten nicht. Manche funktionieren in der Praxis, manche funktionieren nicht. Und man versucht, die Ergebnisse proportional oder halbwegs proportional danach zu machen, wer denn nicht notwendigerweise im Parlament, sehr wohl aber in der öffentlichen Debatte die jeweilige Mehrheit hat. Es kommt das Ganze, wie vorhin knapp angedeutet, her aus der Zeit der Religionskriege. Und spätestens nachdem der Friede im Reich 1648 wiederhergestellt worden ist, hat man eingesehen, dass es sich nicht lohnt, sich je wieder in solche Auseinandersetzungen zu begeben. Man akzeptierte, dass der damalige Zentralkonflikt zwischen den protestantischen und den katholischen Reichsständern in keiner Weise auflösbar ist, dass wir den Konflikt also einfrieren, auf Dauer stellen, zu einer ganz normalen alltäglichen Tatsache machen muss. Und folglich waren dann irgendwann die Fronten klar. Da ist das katholische Deutschland, da ist das evangelische Deutschland, da sind die Roten, da regieren die Schwarzen. Man grast nicht in das Scheu des anderen. Man geht schiedlich, friedlich miteinander um. Wenn gemeinsame Probleme zu lösen sind, versucht man durch Gespräche herauszufinden, was für beide Seiten akzeptabel ist. Und wenn es eben gar nicht mehr geht, geht man getrennter Wege und handelt eben unterschiedlich. Diese Konkordanzdemokratie, die von manchen leider Gottes verachtet wird, faule Kompromisse, die quasseln nur, am Schluss kommt nichts Stimmiges raus, zu viele Köche verderben den Brei, diese Konkordanzdemokratie scheint unserem Land ziemlich gut getan zu haben, und es ist ein Risiko für unsere Verfassungspraxis, Legitimitätslage und Demokratie, wenn wir solche Konkordanzmechanismen mehr und mehr durch gesellschaftliche Polarisierungen über ideologische Streitfragen ersetzen. Da muss in diesem Lande besonders aufgepasst werden. Blicken wir auf einige Erscheinungsformen von Konkordanzdemokratie, wie sie eben für Deutschland, für unser System kennzeichnend sind. Solche Konkordanzdemokratien entstehen in freiheitlichen Staaten in der Regel unter folgenden Bedingungen: Wenn es viel Parteiensysteme gibt, wie sie durch Verhältniswahlrecht herbeigeführt werden, viel Parteiensysteme miteinander überlagernden Konfliktlinien, also Konflikt zwischen Kapital und Arbeit, Konflikt zwischen Migrationsbefürwortern und Migrationsskeptikern, Konflikt zwischen Vertretern eines starken Nationalstaates und Vertretern von Europäisierung oder Globalisierung. Also viel Parteiensysteme, wo die Parteien selber in solchen Fragen nicht an einem Strang ziehen, wenn es das gibt. Wenn es zugleich Koalitionsregierungen gibt, wie sie in parlamentarischen Regierungssystemen, sobald das Parteiensystem ein wenig aufgefächert ist, ja schwer zu vermeiden sind. Wenn man dann noch in einem Staat ein ziemlich symmetrisches Zweikammersystem hat, also zwei Parlamentskammern für die Gesetzgebung braucht, die ungefähr gleiche Rechte haben, also wechselseitige Vetorechte besitzen, sodass die eine Kammer von der Opposition, die andere Kammer von der Regierungsmehrheit in der regierungsbildenden Kammer geprägt wird, oder dass sich eine Konfliktmehrheit in der einen Kammer, eine andere Konfliktmehrheit in der anderen Kammer abzeichnet, ja, dann muss man irgendwie Modalitäten finden, wie man aus solchen verzwickten Situationen herauskommt. Das Ganze wird weiter erschwert oder herausgefordert, wenn man Föderalismus hat oder starke Dezentralisation der staatlichen Zuständigkeiten. Und wenn dann zwischen den einzelnen staatlichen Ebenen es auch noch eine starke Politikverflechtung gibt, wie etwa in Deutschland. Wenn also eine staatliche Ebene, die Landesebene, gar nichts tun kann, wenn nicht die Bundesebene für Mitfinanzierung, für rechtliche Grundlagen und so weiter und so fort sorgt. Und wenn sie obendrein noch eine Konsenskultur haben, wie sie für stark zerklüftete Gesellschaften die zentrale Errungenschaft darstellt, für die Schweiz nach dem Sonderbundskrieg, für Deutschland nach den Religionskriegen, wenn sie dann noch eine starke Konsenskultur haben, ja, dann müssen sie die Modalitäten von Konkordanzdemokratie, die ich gleich beschreiben werde, in ihrem politischen System implementieren. Und so haben wir es auch getan. Man bildet informelle Netzwerke quer über die Parteien, quer über Parteien und Verbände, Netzwerke hin zur Journalistenschaft der unterschiedlichen Medien. Und diese informellen Netzwerke nutzt man dann auch für das Politikmachen. Man lässt sich ein auf eine Politik des gegenseitigen
Gebens und Nehmens, und zwar in jenen Kartellen, in jenen Kreisen der Eliten, die eben für die Gesellschaft das Regierungsgeschäft zu verrichten haben. Dann entstehen jene Kompromisse, die ein Außenstehender ab und zu nicht mehr so richtig versteht. Und blickt man auf die Kosten-Nutzen-Relation all dessen, so wird man leicht erkennen, auch für Deutschland erkennen, dass für solche Konkordanzdemokratie, die zu unserer Regierungspraxis gehört, spricht, dass man über Konkordanzdemokratie einen sehr wirksamen Minderheitenschutz organisieren kann, dass man gesellschaftlichen Zusammenhalt sehr wirkungsvoll herbeiführen kann und dass man Eliten gut einbinden kann in das politische System. Und ohne gesellschaftlichen Zusammenhalt lässt sich eine so konfliktuelle Politikform wie pluralistische Demokratie ja nicht auf Dauer stellen. Wenn wir also pluralistische Demokratie haben wollen, müssen wir eben für Elitenakkommodation, Gesellschaftsintegration und Minderheitenschutz sorgen. Dagegen oder zu den Kosten von solchen Konkordanzsystemen gehört freilich, dass es gewaltige Transaktionskosten gibt, das Politik machen, das Mehrheiten finden, das Kompromisse aushandeln, das dauert gewaltig lang. Die Reaktionsleistung des politischen Systems reduziert sich. Vieles, was man theoretisch machen könnte, lässt sich praktisch nicht machen, weil Leute mitziehen müssten, die aus welchen Gründen auch immer nicht mitziehen wollen. Und weil eben das ganze System dann sehr träge wird, hat auch die öffentliche Meinung einen verringerten Einfluss. Denn zwar will dann die öffentliche Meinung etwas Bestimmtes, aber das politische System mit seiner Funktionsweise gibt eben bestimmte Politiken nicht her. Das kann dann zum Auftreten von Repräsentationslücken führen, zum Aufkommen von Populismus, wovon ja in Europa derzeit allenthalben zu künden ist. Und selbst Wahlen können dann sozusagen wirkungslos bleiben. Das Volk wählt, was es will, aber das politische System bleibt bestehen. Die Schweiz als Musterbeispiel einer Konkordanzdemokratie steht hier vor alle Augen. Die Wahlen gehen aus, wie sie ausgehen. Am Schluss steht eine Altparteienregierung, die auch nicht gewechselt wird, weil die Wahlveränderungen nicht so drastisch sind, dass sich die Zusammensetzung der Schweizer Regierung verändern würde. Und dann kommt es dann bei manchen Leuten zum Seufzer, wofür gehen wir eigentlich wählen, wenn am Schluss eh immer die gleichen regieren. Also, man sieht einmal mehr, in der Politik ist es wie im wirklichen Leben. Für alles, was man an Gutem haben will, muss man auch etwas bezahlen. Unterm Strich scheint bei uns die Kosten-Nutzen-Relation aufzugehen, sodass unsere Konkordanzdemokratie im Grunde kein Problem für unser Land ist. Wir sollten sie eher in diesen Polarisierungszeiten aufrechtzuerhalten, als zu gefährden versuchen. Was ganz typisch für unser politisches System und seine Funktionsweise ist und auch durchaus problematische Züge hat, ist das, was man nennen kann, die Juridifizierung der Politik. Was meint denn Juridifizierung? Irgendwas scheint es mit der dritten Gewalt, der Rechtsprechung zu tun zu haben, und genauso ist es. Juridifizierung der Politik meint, dass man sich angewöhnt hat, politische Entscheidungsfragen zu transformieren in verfassungsrechtliche Fragen, die man dann einem Gericht zur Entscheidung vorlegt und auf diese Weise die Verantwortung für eine Entscheidung von sich weist. Dort, wo Zuständigkeiten Deutschlands betroffen sind, versucht man immer wieder, politische Entscheidungen im Weg der abstrakten Normenkontrolle dem Bundesverfassungsgericht zuzuschieben. Auf europäischer Ebene sehen wir das gleiche Spiel, nur dass man dann versucht, Entscheidungen dem Europäischen Gerichtshof vorzulegen, um am Schluss als Politiker den Bürgern sagen zu können: Wir Politiker verstehen eure Anliegen, eure Verdrossenheit, aber leider Gottes können wir nichts machen. Das Verfassungsgericht will es so, das europäische Recht will es so. Das Ganze führt dazu, dass die demokratische Legitimation ausgedünnt wird, weil nämlich dann nicht mehr über die Sache politisch gestritten wird, sondern über Rechtsregeln, die freilich auch änderbar wären. Verfassungen kann man ändern, europäisches Recht kann man ändern, und das wäre eigentlich die Aufgabe von demokratisch gewählten Gesetzgebungskörperschaften. Aber wenn man nicht Verantwortung übernehmen oder sich nicht die Mühe machen will, komplexe, nicht mehr zu aktuellen Problemen passende Rechtsgebiete neu zu ordnen, ja, dann wählt man den bequemen Weg vor die Gerichte.
In Deutschland gibt es einen ganz besonders markanten Fall dafür. Das war, als die Bundesregierung nach der Wiedervereinigung, nach dem Ende des Ost-West-Konflikts, zum ersten Mal im Rahmen der NATO gebeten wurde, außerhalb des bisherigen NATO-Gebietes die Bundeswehr einzusetzen, nämlich konkret bei den Balkankriegen. Bislang war es deutsche Verfassungsdoktrin, vom damaligen Außenminister Genscher immer wieder betont, dass es keinerlei rechtliche Möglichkeit gäbe, die Bundeswehr außerhalb des NATO-Gebietes und außerhalb des Verteidigungsfalles dann einzusetzen. Und der Balkan gehörte nun mal nicht zum NATO-Gebiet. Gleichwohl war es politisch nicht sinnlos, sich gemeinsam mit anderen Staaten an der Befriedung des Balkans, der damals drei schlimme Kriege, den slowenischen, den kroatischen und den bosnischen Krieg erlebte, dort an der Befriedung des Balkans zu beteiligen. Die Bundesregierung unter dem Druck der öffentlichen Meinung scheute sich, eine Entscheidung zu treffen, ob die Bundeswehr auch außerhalb des NATO-Gebietes eingesetzt werden darf. Und folglich juridifizierte man etwas, was Sache der Politik gewesen wäre. Die Bundesregierung spielte das Spiel so, dass sie eine Einsatzentscheidung traf, dass dann die FDP, damals Koalitionspartner, vor das Bundesverfassungsgericht zog, abgesprochen natürlich mit dem größeren Koalitionspartner, und gegen diese Entscheidung eine Organklage erhob, dass sie als Bundestagsfraktion übergangen worden sei mit ihren Bedenkern. Somit landete die politische Frage, darf die Bundeswehr außerhalb des NATO-Gebietes eingesetzt werden, vor dem Bundesverfassungsgericht. Und das musste sich aus der Affäre ziehen. Und das Verfassungsgericht judizierte dann in einer die heutige deutsche Sicherheitspolitik zutiefst prägenden Weise: Selbstverständlich darf die Bundeswehr auch außerhalb des NATO-Gebietes eingesetzt werden, aber nur, wenn es ein Mandat der Vereinten Nationen dafür gibt und wenn der Bundestag dem Einsatz der Bundeswehr ausdrücklich zustimmt. Und schwuppdiwupp war aus einer politisch zu entscheidenden Frage eine unglaublich folgenreiche politische Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes geworden. Man kann sagen, das ist weise und das ist wohl auch nicht unweise, aber es hat eigentlich mit Demokratie nichts zu tun. Dass man einem Gericht, das aus dem Volk unverantwortlichen Richtern besteht, wesentliche politische Entscheidungen vorlegt. Die Juridifizierung der Politik geht bei uns noch weiter, nämlich in der Weise, dass politische Auseinandersetzungen, welche die Opposition im Bundestag verloren hat, dann auch umgewandelt werden in verfassungsrechtliche Fragen, damit das Bundesverfassungsgericht entscheidet. Der Weg ist die schon genannte abstrakte Normenkontrolle, das abstrakte Normenkontrollverfahren. Die Mehrheit des Bundestages verabschiedet ein Gesetz. Die Opposition gibt teure Gutachten in Auftrag, wo hoffentlich Staatsrechtslehrer ausfindig machen, dass dieses Gesetz in irgendeiner Weise der Verfassung oder der Verfassungsrechtsprechung widerspricht. Dann erhebt man Klage beim Bundesverfassungsgericht und das entscheidet dann irgendwann. Und das hat ja die Möglichkeit, das Gericht ein Gesetz ganz oder in Teilen für verfassungswidrig zu erklären oder dem Gesetz eine Interpretation zu geben seitens des Gerichtes, die allein als verfassungskonform gilt. Beim Bürger kommt auf diese Weise an, schon wieder bricht die Regierung die Verfassung. Schöne Politiker haben wir. Lauter Kriminelle im Grunde. Und dass das gut ist, ist sehr zu bezweifeln. Obendrein gelangen auf diese Weise wiederum politisch zu verantwortende Entscheidungen ans Bundesverfassungsgericht. Und das Bundesverfassungsgericht verdankte seine gesamte Autorität dem, dass seine Urteile von der Bevölkerung akzeptiert und hingenommen werden. Je politisch umstrittener die Streitfragen sind, umso größer ist das Risiko, dass die Legitimität des Verfassungsgerichtes gefährdet wird. Und nach umstrittenen Entscheidungen wie der Kruzifixentscheidung sank die ansonsten ja unanfechtbare Glaub- und Vertrauenswürdigkeit des Bundesverfassungsgerichtes drastisch. Das heißt, es wird auch der Verfassungsgerichtsbarkeit keinen Gefallen getan, wenn man auf diese Weise verfassungsrechtlich zu entscheiden versucht, was man eigentlich politisch entscheiden und als Mehrheitsentscheidung akzeptieren müsste. Obendrein
führt diese Juridifizierung der Politik zu einer Engführung des politischen Denkens. Erlaubt ist nur das, was das Verfassungsgericht erlaubt. Das ist einesteils nicht verkehrt, andernteils kann das Verfassungsgericht nur auf der Grundlage der Verfassung judizieren. Die Verfassung kann der Gesetzgeber aber verändern. Und ab und zu gilt es als illegitim, die Verfassung zu ändern, wenn das Verfassungsgericht sehr lange bestimmte Verfassungsnormen in einer bestimmten Weise angewandt hat. Das ist beileibe kein theoretisches Problem, wann immer es in absehbarer Zeit um die Revision des Artikel 16a Grundgesetz Asylrecht, Asylartikel gehen wird, wird man auf dieses Thema zurückkommen. Ob nämlich der Verfassungsgesetzgeber die Verfassung so ändern darf, dass Dinge politisch möglich werden, die nach Verfassungsrechtsprechung bis dahin politisch nicht möglich gewesen sind. Und obendrein entsteht so eine bestimmte Kutzpe des politischen Denkens. Was man politisch nicht will, das erklärt man für verfassungsrechtlich unzulässig oder, neueste Version, für europarechtlich unzulässig. Was man im Bereich der Migrationspolitik nicht will, von dem sagt man, die und die Maßnahmen, die gehen schon rein europarechtlich nicht. Folglich brauchen wir gar nicht darüber nachdenken. So, als ob man Verfassungsrecht oder Europarecht nicht verändern könnte. Aber wenn man nicht will, dass etwas politisch verändert wird, schiebt man schnell den Riegel rechtlich, verfassungsrechtlich, europarechtlich unzulässig vor und würgt damit politische Debatten um Sinnvolles ab. Und umgekehrt, wenn man etwas politisch will, ja, dann verändert man die Verfassung tatsächlich. Ob das nun bei der Arbeitsmarktpolitik, die Möglichkeit einer Mischverwaltung bei den Arbeitsgemeinschaften der Arbeitsagentur ist oder wenn man klarstellende Urteile wie im Streit um die Auslandseinsätze der Bundeswehr haben will. Das heißt, man geht mit dem Verfassungsrecht und dem Verfassungsgericht rein taktisch um und das ist eigentlich genau das, was eigentlich Verfassungsrecht unterbinden soll. So, obendrein versteht man unser politisches System genau dann gut, wenn man begreift, es besteht aus einer sozusagen heiligen Dreifaltigkeit. Drei Elemente wirken stets auf das Engste zusammen. Das eine ist Parteienstaatlichkeit, freundlicher ausgedrückt, die Tatsache, dass unser Staat von starken Parteien getragen wird und dass das auch nichts Schlimmes, nichts Falsches ist. Moderne Demokratie entsteht mit Parteien. Ob die Parteien immer so qualitätsvoll sind, dass sie ihren Aufgaben gerecht werden, steht auf einem anderen Blatt. Aber Parteienstaatlichkeit ist die Kehrseite von moderner Demokratie. Das zweite Element unserer realen Staatsfunktionsweise ist, dass wir Koalitionsdemokratie haben. Kaum mehr ereignet es sich, dass eine Partei die absolute Mehrheit in einem Parlament erringt. Folglich muss Regieren immer in Koalitionen gemacht werden. Und folglich braucht es Kompromisse und ab und zu braucht es Koalitionen, die auf den ersten Blick nicht einleuchten und auf den zweiten Blick auch nicht, weil sie politisch anders nicht schmiedbar sind. Und das dritte Element ist Verbundföderalismus. Obwohl wir ein Bundesstaat sind mit unterschiedlichen Kompetenzen von Bund, Ländern und Kommunen, hängt alles miteinander zusammen, eröffnet sozusagen Erpressungspotenziale quer über sämtliche Politikebenen und Politikfelder. Man versteht also die reale Funktionsweise unseres politischen Systems bloß, wenn man stets die Funktionslogik des Parteienstaates, der Koalitionsdemokratie und des Verbundföderalismus vor Augen hat. Und weil leider Gottes allzu viele diese Dinge nicht vor Augen haben und nicht verstehen, verstehen sie auch deren Zusammenwirken nicht und verstehen sie auch nicht, wie unser politisches System tatsächlich funktioniert. Sie aber werden nun unser politisches System verstehen, weil die normativen Grundlagen sind ausführlich behandelt worden, auch die historischen Grundlagen sind ausführlich behandelt worden, sodass jetzt ein Spaziergang durch die einzelnen Bundesinstitutionen und ihre reale Funktionsweise eigentlich von jedermann leicht zu leisten sein müsste, durch weiteres Verfolgen von Vorlesungen zum System der BRD oder durch Lesen der einschlägigen Literatur und obendrein durch aufmerksames Beobachten dessen, was sich an Tagespolitik so tut und in Medien gleich welcher Art, mit gleich welcher Zuverlässigkeit und Tiefe auch berichtet wird. In diesem Sinne hoffe ich, dass Sie nun besser verstehen als
Ohne eine solche Vorlesung, wie unser politisches System funktioniert. Und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Vermehren der gewonnenen Einsichten.